Ach, Herr Weber, schön, dass wir uns treffen. Herzlich willkommen, Corona-Gruß. Aber die Masken dürfen wir ablegen, weil wir haben uns getestet. Wir halten zwar den Abstand ein. Wie war Ihr Test? Negativ. War der erste, ne? Es war der erste, in der Tat. Viel Homeoffice haben Sie in Ihrer Kanzlei, oder? Das stimmt. Sie sehen, der Parkplatz ist geleert. Nicht nur ob der Uhrzeit, sondern auch ob der Tatsache, dass in der Tat wir eine sehr reduzierte Personalstärke haben. Und wir konnten Sie nicht verfehlen. Das ist ja wie ein Hotel mit den ganzen Fahnen mit Ihrem Namen dran. Also die Kanzlei haben wir gleich gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen rein und freuen uns auf das Interview. Perfekt. Wir gehen einfach ein Stück. Ja, Herr Dr. Weber, jetzt sind wir in dem Gebäude und in der Bibliothek, die sozusagen das Zentrum eigentlich bildet hier bei Ihnen im Hause. Lauter Bücher, guckt da eigentlich noch jemand rein in der digitalen Zeit? Es ist in der Tat so, wir ertappen uns, dass es leider immer seltener genutzt wird. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sämtliche Zeitschriften und Bücher schon abbestellt hätten. Das ist nicht so. Da sagen wir auch ganz klar, das ist ein Commitment zum physischen Produkt. Wir haben auf jeden Fall auch Kollegen, insbesondere die Kollegen, die so ein bisschen vom älteren Semester kommen, die nehmen doch lieber ein Buch in die Hand, als dass sie irgendwelche juristischen Websites aufrufen. Ist ja ein schöner Ort mit Büchern. Kommen Sie vielleicht manchmal auch einfach mal so her, um sich zu entspannen? Oder sagen Sie, nee, das brauche ich nicht, mein Büro hat auch Bücher? Genau, also da muss ich jetzt nur für mich sprechen. In der Tat, es ist in der Tat so, weil hier, Sie sehen, es hat doch Türen zu allen Seiten. Es liegt mitten in der Kanzlei. Es ist eigentlich, ja, wie Sie sagen, das Herzstück. Und in der Herzkammer ist eigentlich immer relativ viel los. Das heißt, so richtig entspannen kann man jetzt eigentlich hier nicht, außer vielleicht in Corona-Zeiten. Aber das sollen ja hoffentlich die Ausnahmen bleiben. Ja, Herr Weber, ich würde ganz gerne mit Ihnen, das Thema ist ja bei uns Chancenmacher, mit Ihnen so ein schönes, ja, ein kurzes Interview mit Satzvollendungen führen, um mal rauszufinden, wie Sie zu diesem Thema Chancen stehen. Ich schlage vor, wir beginnen einfach und Sie gucken, was Sie draus machen. Ja? Meine größte Chance, die ich persönlich verpasst habe, ist? Vielleicht seinerzeit nicht Musik studiert zu haben, anstatt Jura. Und spielen Sie irgendein Instrument? Ich spiele Klarinette und Schlagzeug, sodass ich, ich sage mal, sowohl das Erlebnis im klassischen Orchester als auch das in der professionellen Rockband verpasst habe, wobei ich sagen muss, es gibt bei Rittershaus eine Band, von daher darf ich hier also Schlagzeug spielen. Machen Sie es hobbymäßig? Ich mache das hobbymäßig. Wunderbar. Ich verbinde mit einem Chancenmacher jemanden, der... Der offen ist, der innovativ denkt, der aber auch die Bedürfnisse und die Interessen Dritter mit einfließen lässt. Weil aus meiner Sicht es einfach so ist, dass Chancen besser sich nutzen lassen, wenn man es gemeinsam angeht. Mhm. Niederlagen in Chancen verwandeln kann man... Indem man die Niederlage als einen Umweg zum Ziel begreift. Mhm. Um dann am Ende doch noch da anzukommen, wo man hin wollte. Genau so. Also da halte ich es eigentlich mit der amerikanischen Mentalität. Das ist mir sehr, ja, sehr sympathisch auf diesem Gebiet, dass man einfach nicht aufgibt und weitermacht. Mannheim ist der ideale Standort für unsere Kanzlei, weil... Weil Mannheim in der Mitte der pulsierenden Metropolregion Rhein-Neckar liegt und eigentlich sehr, sehr viele internationale Einflüsse auf sich vereint. Und ja, da kann man eigentlich kurz sagen, genauso wie es auch für unsere Kanzleiphilosophie eigentlich gilt, in Mannheim verwurzelt, aber in der Welt zu Hause. Mhm. Deutschland verpasst gerade seine größte Chance in der mangelnden Investition in Bildung und Wissenschaft. Bei mir schleicht sich so ein bisschen das Gefühl ein, dass man die sehr hellen Köpfe, die wir haben in der Wissenschaft, nicht ausreichend fördert und die uns gegebenenfalls von der Fahne gehen und abwandern. Denn Deutschland ist immer schon ein Innovationsstandort gewesen und hat seine Kraft eigentlich daraus geschöpft. Mhm. Und Europa verpasst gerade seine Chance bei... Verpasst gerade seine Chance, sich in der Welt zu positionieren, weil es der Politik nicht gelingt, ja, die Mitgliedstaaten quasi auf eine Politik zu einigen. Das ist ein großes Problem. Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit? Mit Dirk Nowitzki vielleicht, dem bekannten Basketballspieler, weil er aus meiner Sicht eigentlich mit seinen Talenten und seinen Möglichkeiten, die Chancen, die er hatte quasi, das Optimum
genutzt hat, das Optimum herausgeholt hat. Und da lässt sich sicherlich viel lernen. Sind Sie sportbegeistert, wenn ich da nachfragen darf? Musik haben wir jetzt schon gehört, aber auch sportbegeistert? Durchaus. Ich begeistere mich dafür, ja, Sportarten aller Couleur, kann man sagen, von Skifahren über Fußballspielen bis auch, wie gesagt, zum Basketball sehr gerne. Die größte Chance, die ich jemals ergriffen habe, ist? Beruflich gesehen vielleicht den Schritt zu Rittershaus zu machen. Also aus einer Großkanzlei hin in eine mittelständische Kanzlei? Aus einer Großkanzlei in eine mittelständische Kanzlei, wegen des Geschäfts, weil mich das Mittelstandsgeschäft einfach reizt, aber auch wegen der Persönlichkeiten und Kollegen, die wir hier haben, die mir die Möglichkeit geben, mit diesen Kollegen das Anderssein, das wir hier uns in der Kanzlei auf die Fahne geschrieben haben, zu pflegen. Und privat, haben Sie da auch noch was? Privat ist es sicherlich meine Frau. Die größte Chance. Die größte Chance. Wenn ich die Chance hätte, mein Leben noch mal neu zu beginnen, dann würde ich? Eigentlich im Wesentlichen nichts anderes machen. Das spricht von großer Zufriedenheit. Ja, und dann sind wir schon bei dem letzten Chancen, bei der letzten Chancenfrage. Welche Chancen in den kommenden 5 Jahren wünschen Sie der Beteiligungsbranche? Ich wünsche der Beteiligungsbranche, dass sie Mut hat, Investitionen in Erwägung zu ziehen, ins Auge zu fassen, die vielleicht auch mehr Risiko bergen. Ich denke jetzt da insbesondere an neue Technologien, innovative Technologien, die ja immer mit einem hohen Verlustrisiko verbunden sind. Aber aus meiner Sicht bestehen hier ganz große Chancen, die Beteiligungsindustrie und die Beteiligungsunternehmen nutzen sollten und dort beherzt zugreifen. Denn am Ende des Tages, denke ich, profitieren wir alle davon. Und Sie begleiten ja diese Transaktionen auch, die dieses Innovative haben. Wir kommen gerade von der BASF Venture Capital. Da sind Sie ja sozusagen auch unterwegs, sage ich jetzt mal. Insofern freuen wir uns, wenn Sie das auch mit der Branche weiterhin gestalten. Und vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben.